Im Sommer 2015 gründete sich die AG Fahrradwerkstatt. Nachdem es in einem Keller angefangen hatte, befindet sie sich mittlerweile in der ehemaligen Tankstelle am Klingenhagen 1. Wir haben uns mit Martin Zimmer von der Werkstatt getroffen und wollten von ihm wissen, was ihn dazu motiviert, sich an so einem Projekt zu beteiligen. Es ist so, dass ich mich generell für Fahrräder interessiere. Das macht mechanisch einfach Spaß. Und in der Schule, ich bin an einem Berufskolleg in Münster, arbeite ich auch mit den jungen Menschen, mit den geflüchteten jungen Menschen und repariere dort auch Fahrräder, also nehme ich das Wissen da mit. Und ich wollte einfach kennenlernen, wie die jungen Menschen sind außerhalb von Schule. Deswegen haben wir das auch in Lahr gemacht. Uns hat interessiert, wie sich die Fahrradwerkstatt finanziert. Wir haben das Glück, dass die Gemeinde die Miete bezahlt für die Werkräume, wo wir arbeiten. Aber sonst sind das Spenden und das, was wir einnehmen an Geld, wird wieder gespendet in Projekte, die hier im Dorf stattfinden. Gespendet wurde unter anderem an den Förderverein der Werner-Rohlewink-Schule Lahr und an einen Sprachkurs. Zu der Beteiligung am Projekt hatte Zimmer Folgendes zu sagen. Im Sommer gut. Im Herbst okay, im Winter nicht so. Im Winter haben wir aber die Chance, dann auch viele Fahrräder selber fertig zu machen, ohne dass wir immer gestört werden, in Anführungsstrichen natürlich gestört. Und im Frühjahr geht es definitiv wieder los. Für das Jahr 2018 ist einiges geplant. Unter anderem eine Frauenfahrradgruppe. Es ist jetzt so, dass wir 2018 den Mietvertrag im Juli, dass der ausläuft. Was wir jetzt noch schaffen wollen, ist dort einen Raum zu schaffen, wo auch mehr Leute hinkommen können. Also nicht nur Leute, die Fahrräder reparieren wollen, sondern es gibt jetzt eine Frauenfahrradgruppe. Das heißt, da sind nur 15 Frauen, die erst über Fahrräder reden, dann nur so reden, dann Fahrräder fertig machen, vielleicht auch für sich und Fahrradfahren vor allem lernen. Das Gleiche wollen wir aber schaffen, dass dort ein Ort entsteht, wo alle sich treffen können. Es ist völlig egal, wer da kommt, dass man da einfach einen günstigen Kaffee trinken kann, zusammenkommen kann und Integration wirklich vor Ort in dem Raum leben kann. Also nur Fahrradwerkstatt ist zu wenig, weil die Fahrräder sind verseucht und jetzt geht es eigentlich um ein bisschen mehr.